Hallöchen Popöchen, wie geht's, wie steht's? Heute ein weiteres Zigarren-Review. Und zwar haben wir hier eine neue Zigarre am Start, die Matilde Quadrata Toro Bravo. Kostet 8,40 Euro, hat eine Länge von 16,51 cm, Durchmesser 2,14 cm, Ringmaß 54, Deckblatt Ecuador, Umblatt und Einlage Domrep. Also die Firma La Matilde gibt es ja schon 1875 oder wie auch immer. Und das sind aber jetzt so neue Linien in verschiedenen Farben unterteilt. Das ist jetzt die etwas mildere Version. Zwei schöne Anillas, schönes Deckblatt und wie ihr sehen könnt, hier dieses Boxpress-Format. Finde ich ganz gut, also im Mund ganz gut. Matilde Quadrata. Mehr steht hier nicht. Machen wir mal den Kaltgeruchtest. Ja, schön holzig, ledrig, so wie man in einen begehbaren Humidor reingeht. Schön weich und mild. Ja, und den Kaltzugtest direkt hinten dran. Im Kaltzug kommt mehr Pfeffer hervor, oder überhaupt Pfeffer. Ja, doch, schon sehr stark. Und bisschen Creme auch. Ja, ansonsten Pfeffercreme, Holz, das ist das, was ich schmecke. So, dann machen wir sie dann gleich an. Und dann hoffen wir mal, dass sie auch schmeckt. So, dann machen wir die Zigarre mal an, würde ich sagen. Ja, schöner blauer Rauch. Ja, ja, schön, schön. Mein erster Eindruck ist, sehr weicher Rauch, sehr mild, so eine Mischung aus Creme, Pfeffer, Kaffeeröstaroma, aber wirklich alles sehr dezent, noch am Anfang. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Also das Cremige ist schnell verflogen, es dominiert jetzt Holz. Bisschen Pfeffer, also es prickelt schon auf der Zunge und auf den Lippen so ein bisschen. Und ja, Kaffeeröstaromen so im Nachgeschmack so ein bisschen. Aber wirklich alles schön fein und doch recht dezent. Also es ist schon eine milde Zigarre. Aber hat so dieses Prickeln auf jeden Fall. Und hohes Rauchvolumen. Genau. So, jetzt hat sich nicht viel getan. So ein bisschen Walnuss kam hinzu. Ansonsten so ein dezentes Prickeln noch auf der Zunge und so ein bisschen Kaffeeröstaroma und natürlich ein bisschen Holz. Also wirklich sehr, sehr fein und auch sehr mild. Aber da kommt es natürlich auf die gute Beratung an vor Ort oder man liest sich ein bisschen rein, weil deswegen gibt es ja diese verschiedenen Linien. Und bei Matilda halt eben durch die verschiedenen Farben gekennzeichnet. Und da weiß man, dass dieses Ockerbraun, dass diese Linie zumindest einfach eine milde Zigarre ist. Und da kann man nicht erwarten, dass es irgendwie der Tabakhammer, der dir nach 5 Minuten den Scheitel zieht. Da muss man sich schon ein bisschen vorbereiten und wissen, auf was habe ich heute Lust und was erwartet mich da heute. Deswegen kann ich nicht sagen jetzt, ich kaufe mir die mildeste Linie von einer Zigarrenmarke und bin dann enttäuscht, dass sie zu mild ist. Also deswegen, da muss man halt schon ein bisschen sich dann halt eben vorbereiten und darauf einlassen. Deswegen ist sie so, wie sie ist, super. Abbrand wird so ein bisschen krüppelig. Ein bisschen arg schief. Und ging jetzt auch einmal aus. Aber das ist nicht schlimm. Das Rauchvolumen ist immer noch recht hoch. Schmeckt einfach. Also das ist wirklich so eine Zigarre, da muss man nicht unbedingt wirklich bewusst sich hinsetzen und bewusst die Aromen rausfiltern. Kann man machen, ja, aber
Das ist eine schöne Zigarre, die man so nebenher rauchen kann. Ich glaube, da kommt noch eine Tendenz in eine süße Richtung, aber jetzt warten wir mal ab. So viel dazu. Also jetzt hat sich so klamm und heimlich die Erde hinzugeschlichen. Also so dieses leicht staubige auf den Zähnen, so dieses, ja, diese Mischung aus floralen Aromen und so ein bisschen Schwarztee, aber wirklich extrem dezent einfach. Ich hatte ja vorher gesagt, vielleicht kommt da was Süßes hinzu. Das kam nicht hinzu, aber ich hatte fast schon den Verdacht, dass da irgendwie was Richtung Pistazie kommt. Also was Nussiges auf jeden Fall, aber das war wirklich nur so zwei Momente. Und jetzt kommt dann doch die Erde dann deutlicher hinzu, aber trotzdem sehr mild. Also ja, da kommt schon ein bisschen was. Also schmeckt auf jeden Fall. So, jetzt ist es schön dunkel geworden. Jetzt zum Schluss wird die Erde doch dominanter. Ich würde sogar sagen 5,0. Und auch so eine gewisse Schärfe kam hinzu. Genau, und ich sehe gerade, ist jetzt dann doch auch aufgeplatzt. Beziehungsweise kann auch sein, weil ich die zwei Anillas ja weggemacht habe, die waren so fest, dass ich da ein bisschen was mitgerissen habe. Ja. Ja, also das, jetzt sieht es natürlich hässlich aus hier mit dem Flashlight. Ja, so. Zum Schluss die Erde noch dominanter, ein bisschen so eine gewisse Schärfe noch. Und man merkt auch schon den Tabak im Kopf. Also hat schon was zu bieten auf jeden Fall die Zigarre. Und auch einen langen Smoke. Also bei den 16,51 cm, da habt ihr ordentlich was zu rauchen. Für 8,40 denke ich, geht es auch in Ordnung. Jetzt schauen wir mal, wie sie sich noch entwickelt. Ansonsten kommt das Fazit. So, jetzt sind wir bei 90 Minuten angekommen. Und jetzt ist so eine gute Mixtur aus Erde und Kaffeeröstaroma. Ja, also Preis-Leistung stimmt auf jeden Fall. Schmeckt, ist es nicht zu komplex, aber wirklich schön fein aufeinander abgestimmt. Wie ich ja gesagt habe, Starter zwar cremig, pfeffrig. Und ja, aber es ist schnell weg gewesen. Pfeffer hat lange angehalten, aber wirklich ganz dezent. Dann kam halt das holzige, ledrige hinzu. Und so blieb es eigentlich auch 40 Minuten lang. Zwischendurch kam so ein bisschen Nuss hinzu. Und dann so ab, ja, Minute 50 ungefähr. Dann die erdigen, floralen Töne fast schon. Und die wurde dann am Schluss die Erde auch ein bisschen intensiver. Abbrand war dann ein bisschen ein Thema. Mehrfach musste ich korrigieren, weil es schon massiv Schiefbrand war. Aber ja, gut. Leckere Zigarre, 4 von 5. Bis zum nächsten Mal.